Hallo und herzlich willkommen zurück zum StarCraft durchgezockt mit dem Cracky von Ravioli. Ich habe jetzt mit dem Spiel zwischen Folge 26 und 27, die ihr jetzt gerade hier seht, circa 2 Jahre Pause gemacht. Aber wir wollen gleich wieder in die Action hüpfen. Ich weiß, ich bin in der letzten Zerg-Mission und ich weiß, dass ich irgendwie von links und rechts behakt werde. Das ist noch so im Oberstübchen hängen geblieben. Wir wollen einfach mal sehen, wo wir bleiben. Zwischenzeitlich ist leider die Eieruhr-Tomate zerstört worden. Mein Sohnemann ist schuld oder so, oder wer auch immer schuld gewesen ist. Es existiert nur noch die Unterseite, die Oberseite nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie einstellen muss. Drum muss ich auf mein olles Smartphone zurückgreifen und ich habe die Uhr gestellt. Wir laden das Spiel und hüpfen in die Action. Das hat schon mal funktioniert. Ich bin fasziniert, meine Damen und Herren. Wir werden gerade angegriffen. Okay, haben wir hier schon Gruppen? Ja, wir haben schon irgendwie Leute am Start. Da fördert nur eine Drohne. Das ist natürlich definitiv zu wenig. Ich bin gerade noch voll in der Aufbauphase. Ich muss den Protoss-Tempel zerstören. Der Kreis schließt sich. So nennt sich diese Mission hier. Okay. Das ist doch schon mal eine feine Sache. Noch ein bisschen was am Start hier. So. Eine Drohne ist keine Drohne. Lass mal mich erstmal wieder ein wenig reinfuchsen. Aber ist in Ordnung. Ich denke, wir kriegen das hin, ihr Lieben. So, genau. Ich baue das gerade zum Bau aus. Das ist schon mal eine gute Sache. Hey! Oh mein Gott! Keine Luftabwehr. Sonst. Okay. Das ist nicht nett. Wir brauchen einen Hydraliskenbau. Ganz schnell. Hier, Hydraliskenbau bauen. Solange der mir nicht die ganze Zeit die Overlords zerballert, ist mir das eigentlich Hupe. Ich glaube, das Spiel ist gerade ein bisschen laut. Kann das sein? Ihr Säcke. Spornkolonie kann ich auch nicht machen, weil ich noch keine Evo-Chamber habe. Ja, das ist ein bisschen umgelaufen gerade. Jetzt zerballern die mir natürlich meine Eco. Ich lasse mich dadurch aber jetzt erstmal nicht beirren. Sondern baue jetzt mal ein paar Hydras. Zum Glück ist die KI nicht schlau genug, als dass die mir alles kaputt machen. Jetzt haben wir gleich... Oh, jetzt machen sie mir aber doch die schönen Larven kaputt. Die Säcke. Jetzt wird zurückgerotzt. Okay. Ihr Säcke hier. Okay. Hier haben wir schon ganz gute Eco am Laufen, sehe ich. Transportbeutel für die Overlords ist sicherlich nie verkehrt. Nochmal ein paar Drohnen gepumpt. Und durfte ich hier was bauen? Oder hat sich das hier angeboten hier hinten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht von den Seiten behakt wurde dann direkt. Hier vorne nochmal dies. Dann machen wir auch gleichzeitig das Verteidigungs-Upgrade. Jetzt habe ich 2 Hydralisken baue, aber es ist egal. Ihr bleibt mal hier so als Bastion und ich gehe mal gucken mit den Hydras, was so abgeht. Was ist hier los? Da oben sind Photonenkanonen. Okay, ich verstehe die Problematik. Das heißt, wir brauchen irgendwas mit Distance aus der Luft. Das heißt, wir müssen am besten gleich wieder in Richtung Wächter. Ja, ihr könnt mithelfen, Jungs. Gemacht. So. Okay, noch ein paar Drohnen bauen. Noch ein paar Hydras bauen. Noch mal ein paar Hydras bauen. Okay.
Ich hoffe, mein Sound-Setup stimmt soweit, aber da war ich bisher ja immer relativ gut unterwegs. Lassen euch mal patrouillieren, damit es schön wuselt hier. Hallo? Komisch. So. Machen wir mal einen schönen 12er-Trupp. Wollen wir mal ein bisschen erkunden gehen hier. Gucken wir, dass Königinnennest fertig ist. Königinnennest. Das ist dann die 3. Da steht eine Drohne rum, die nichts zu tun hat. Gibt es nur eine Gasquelle bisweilen? Okay, das waren die Transport. Der Transportgurt sozusagen. Der Transportbauchbeutel. Mein Königinnennest ist schon fertig. Das heißt, ich hätte eigentlich schon weiter evolutionieren können, aber es ist nicht so schlimm. Machen wir gleich mal ein paar Mutalisken, die ich dann zu Wächtern erweitere. Und dann bauen wir noch Hydras. So. Hydras sind sehr gute Allround-Kämpfer. Wenn sie die Upgrades haben, dann sind die echt stark. Nee, gerade hier so gegen Luft, ne? Dann wehren die sich doch ganz gut gegen die Scouts. Und auch die Interzeptoren der Träger. Kriegen die gut abgeballert. Und jetzt wird der Träger behakt. Ja, verdrück dich. Die Träger haben ja diese kleinen Schiffe, die ihr gesehen habt. Das sind die Interceptors. Die werden im Träger produziert. Der kann davon 8 Stück haben. Und wenn die natürlich kaputt sind, sind die kaputt. Jetzt brauche ich Gas für Defense. Ja, ich muss auf jeden Fall expandieren. Das ist ganz wichtig. Eine zweite Gasquelle erschließen. So, jetzt brauche ich 150 Gas für das Upgrade des Hauptgebäudes. Damit das dann da mal weitergehen kann. Ich habe gerade so ein riesiges Déjà-vu bezüglich der ganzen Klamotten, die ich hier zu StarCraft erzähle. Als ob ich im Traum das hier schon mal weitergespielt hätte. Es ist ein Traum, dass ich es endlich weiter spiele. Der Rechner, auf dem ich das ursprünglich gespielt habe, der existiert schon gar nicht mehr. So, wir können natürlich auch den direkten Zugang hier einfach mal suchen, ne? So, weg mit dir, hoher Templer, weg mit dir. So. Einfach mal reinmarschiert hier, reinspaziert, so. Macht mal hier den Pylon kaputt, dann hat die Kanone nämlich keine Energie mehr. So, wir upgraden derweil hier. Wo ist meine Eingreiftruppe, wenn ich sie brauche? Ja, gibt es. So, schauen wir mal, was die hier machen. Und natürlich die Defense daheim nicht vernachlässigen. Also, auf Wächter zu gehen, war jetzt wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll. Ein paar Kanonen kriege ich auch hier gut mit Hydras gelegt. Aber das ist ja nur der Anfang. Hier dann mal zu 1 so. Dies. Soll ich den Sammelpunkt mal woanders hinlegen für alle Leute? Einmal dahin, einmal dahin, dahin. Need more gas. Man, more gasoline. Den auch dahin. Das ist jetzt die 2 oder die 3. Ja, der Rechner existiert gar nicht mehr, auf dem ich das ursprünglich gespielt habe, weil der irgendwann nicht mehr wollte, beziehungsweise das Board nicht mehr wollte. Und ich habe wirklich durch pures Glück die Festplatte gefunden, wo das Safecam drauf war. Auch pures Glück, dass ich die nicht formatiert hatte bis dahin oder so. Das ist alles schon reichlich crazy. Ja, doof. Ich müsste den zum großen Schüssling ausbauen. Ja, wie sieht denn das hier unten aus? Geht's mal weiter, oder? Ihr Lieben. Machen wir halt das Dreier-Attack zuerst. Ja, sammelt mal Gas, Jungs.
Ja, schön wegrotzen. Ja, hier ist doch Gas. So, Drohnen. Hallo. Arbeitende Bevölkerung. Schnell da hoch. Bitte. So, wer auch immer hier mitfahren will. Du willst mitfahren. Lad mal hier oben aus. Macht ihr mal vorher die Kanonen platt. Hopp, hopp, hopp. So eine Drohne fährt schneller, als dass ein Overlord fliegt. Das ist doch schön. Das haben wir schon mal gut gemacht. Das gleiche bitte auf der anderen Seite auch. Oh oh, Wächter. Räuber meine ich. Räuber sind Drecksäcke. Ach, hat er einmal geschossen. So. Müsste eigentlich noch ein Overlord schweben? Na, auch noch eine Drohne drin. Lad du auch mal da ab. Mal darüber. So, weiter geht's. Okay, bauen wir nochmal ein paar Hydras. Dann habe ich nochmal einen Verteidigungstrupp für das Plateau da oben. Hydra, 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 Lisk. Jetzt beide Upgrades in Auftrag? Nee, noch nicht. Okay, dann sparen wir mal auf 300. Ja, einfach drauf. Das ist wahrscheinlich Mirror Match hier. Beides genauso gesichert da oben. Und das Gas ist jetzt hier erstmal am wichtigsten. So, zack, zack, zack. Was für eine Evolution war denn gerade fertig? Frag ich mich. Mal den großen Schüssling fertig. Ah, Mist, ich wollte doch das Defense-Upgrade machen. Oder ist unsichtbares Zeugs? Wahrscheinlich nur Beobachter. So, einmal dahin. Okay. So, das ist meine erste Kavallerie hier. Und ihr, die ihr jetzt noch im Bild seid, per Doppelklick. Zack. Ihr seid die Nummer. Ne, ihr seid die Nummer 4. Verflixt und zugenäht. Ihr geht mal da hoch. So, 3 oder 4 reichen. I don't know. LD, LD. Dann nämlich mal da oben patrouillieren. So, das hier ist die 2. Second Division. So. Und die Nummer 4 dann einmal hier hin. Könnt ihr schön mal die Stellung halten, sozusagen. Okay. Denn hier oben auch Gas. Was soll das denn jetzt? Also hier oben gibt es scheinbar auch Gas. Das ist sehr schön. Schnappen wir uns das natürlich auch. Einmal darüber bitte. Und ihr macht das da oben kaputt. So, und ihr seid die Nummer 4. Ihr beschützt mir hier die Gasförderstätte. Das fände ich sehr kulant. So, Verteidigungsupgrade. Der große Schüssling ist fertig. Das heißt, wir können jetzt schon mal Wächter machen. Wupp. Und Overlords. Overlords, 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 damit wir da nicht in den Supply-Block laufen. Ihr seht das ja oben rechts. Die Zahl der Diener, die ich haben kann. Und... Na komm her, du Kanone. Kanonen halten zum Glück nicht so viel aus. Ein Pylon hält dreimal so viel aus. Oder noch mehr. Das rechnet sich ja hoch. So, dann lassen wir mal gleich hier mal auch mal einen Trupp da, der das hier beschützt. Würde ich jetzt mal so sagen. So, auch mal näher ans Gas bauen. Ein Zerg braucht Gas, Gas, Gas.
das ist dann die 5. Okay, dann mache ich mir eine neue Nummer 2. Bisschen ausgedünnt gerade. Zwacken wir das mal von den Hauptstreitkräften ab. Jetzt können wir noch ein paar Hydras bauen. Gerade kein Supply-Block da ist. Ne, ihr könnt ja noch darüber fahren, Jungs. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo fahrt ihr? Ist nur eine. WTF. Da sind auch nur zwei. So, okay. Zwei und dann hier die Nummer 3. Bin ich bisher ja gut gefahren mit der Größe. So, hier wird gebaut. Fertig. Super. Okay. Ja, die Wächter sind auch fertig. Die packe ich mir mal auf die 9. Die kommen bestimmt noch zur Verwendung. So, hier drüben habe ich auch was gesehen. Local Defense. Ich kann auch mal diese Zergling-Upgrades machen. Die tun mir nicht weh. So, hier ist auch nochmal Gas. Nett. Na dann, ja damit. So. Ja, lass mal da hochfahren. Was ist das da? Hier brauchen wir natürlich Arbeiter, die Gas ernten. Oh mein Gott, this is so multitasking, this game. I like it. Wie ist denn das? LY oder was? Oder was möchte ich da drücken? LH. LH. Eieiei, das ist aber. LH, 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 LH. Das ist so funny. LH. So, hier, Gas bitte. Sind schon zwei drin, ne? So, dann noch eine runter. Das Beam ist hier erschöpft. Kannst du mal auch darüber fahren dann. LH. 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 Guck mal, wie weit wir mit denen kommen. LH. Ihr könnt euch mal alle da sammeln jetzt. Da oben. Für den hatte ich schon definiert. Den muss ich es gleich erst definieren. Nicht, dass ich einen vergesse. Schön. Ha. Ah, wir brauchen mehr Gas. God damn it. Oh ja, hier, guck mal hier. Das ist ein bisschen dumm. Na komm, greif den Träger an. Mach den Träger kaputt. Gut gemacht. Okay, ist da was zusammengekommen. Ich könnte sagen, wir haben ein paar Hydras gebaut. Jetzt da rein, bitte. Ja, eigentlich bräuchte ich hier auch einen Bewachungstrupp, ne? Machen wir das so. Ist dieser Tempel. Wir irgendwie zerdeppern müssen. Dann gucken wir doch mal. Artefaktruinen. Die heilige Welt der Protoss. Wird sie sich der Invasion der Zerg widersetzen können?
finden Sie es heraus. Bam, 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 bam. Ja, gleich schon da quasi. Sollte ich auch eine Ultraliskenhöhle bauen? Das kann tatsächlich nie schaden. 2, 3, 4, 5. Ein paar Overlords mitnehmen, ne? Hinterhand, falls wir uns mal verteidigen müssen. Ah, das sind auch noch Mineralien. Okay. Kann man diese auch noch erschließen? Gesondert. Da kommen sie! Oh nein! Das ist unser Zeichen! F10 für Panikmodus. Yay! Vielen Dank fürs Einschalten. Das war die 27. Folge. Wir haben da gerade mal wieder einen Protoss-Außenposten gesehen. Ich sehe da oben eine Schildbatterie. Und ja, vielleicht packen wir ja die letzte Zerg-Mission in Folge 28. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Das war der Cracky. Ich bin Rouse und StarCraft ist awesome. Bums! Protoss unternehmen einen letzten verzweifelten Versuch, uns von den Ruinen fernzuhalten. Ich muss sie noch eine Weile beschäftigen. Okay. Bring den Kaldarin zu den Überresten des Protoss-Tempels. Aha. Okay. Ja gut, dann machen wir das. Machen wir am besten hier nochmal einen kleinen Trupp fertig.